Willkommen zurück zu Part 2 Zelda Ocarina of Time. Wir, das sind Alex und ich, also Timo, wir spielen hier im Moment und hocken noch mitten im Deku-Baum. Das ist unser erster Dungeon. Im Deku-Baum sollen wir jetzt herausfinden, was den Deku-Baum befallen hat, und wir sind im Moment noch auf der Suche nach einer Fernkampfwaffe, damit wir die Skulltullas besiegen können. Die sind hier nämlich überall. Das sind so Spinnen, die kleben an der Wand und sind nur ganz schwer zu besiegen, wenn man keine Fernkampfwaffe hat. Genau, und nach einer Fernkampfwaffe suchen wir gerade. Sehr schön. Ich wollte nochmal testen, ob man auch an dieser Wand hochklettern kann. Funktioniert, ne? Funktioniert alles super. Also hier ist eine Schatztruhe, die machen wir mal auf. Die Feenschleuder. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf C links, C unten oder C rechts platzieren. Drücke C, um die Schleuder zu benutzen. Halte C und ziele mit dem Analogstick. Lass C los, um Dekukerne abzuschießen. Wenn du sofort schießen willst, halte C etwas länger gedrückt und lass dann los. Okay. Wir haben also jetzt eine Fernwaffe gefunden. Yay. Sehr schön. Ja, perfekt. Gleich mal ausrüsten. Und hier geht's nochmal die Wand hoch. Genau. Und ich würde sagen, wir probieren die Fernkampfwaffe auch gleich dann mal aus, ne? Wenn wir hier durch sind. Ja. Noch eine weitere Truhe. Ein Herz. Sehr schön. Es füllt eines der Energieherzen auf. Toll. Okay, auch das Abrollen nochmal ausprobiert hier. Wir hatten ja mal den Tipp bekommen, dass wir uns abrollen sollen. Okay. Man zielt also einfach so, indem man etwas anvisiert. Diese Leiter da zum Beispiel. Was ist das für eine Leiter? Schau, dort oben hängt etwas. Sieht aus wie eine alte Leiter. Ah ja. Das habe ich auch schon festgestellt. Gut, und die schießt man jetzt ab, oder wie? Klingt gut. Ja. Okay, ach so. Ja, guck mal, dann ist der Rückweg auch gesichert. Man kann auch so manuell zielen. Und dann irgendwie durch die Gegend schießen. Das probieren wir dann gleich mal an den Skullwandulas aus, nicht wahr? Jo. Du, Timo, du achtest auf die Zeit, ne? Ich achte auf die Zeit. Sehr gut. Wir müssen nämlich bald ins Bettchen. Ist nämlich schon reichlich spät. Okay, hier sind die Skullwandulas. Gleich mal gucken, was passiert. Zack. Runtergefallen. Verbrannt. Na, perfekt. Das sind Rubinen aufgegangen. Machen wir nochmal, ne? Das machen wir noch ganz oft, hoffentlich. Das macht nämlich riesen Spaß. Was ist das? Deku-Kerne. Es sind kleine, harte Kerne. Du kannst sie als Munition für deine Schleuder einsetzen. Ah, ach so, ja. Munition für die Schleuder brauchen wir ja auch, das stimmt. Okay, jetzt können wir hier wohl mal hoch. Oh. Okay. Meinst du, wir kommen da vorbei? Probier mal, ja. Probieren's mal. Wir probieren es mal. Dreh dich mal schön nach links weiter. Nicht nein. Oh, oh. Oh, aua. Okay, die hat uns offensichtlich gesehen. Das hat nicht funktioniert. Kann man die so erwischen? Man kann. Man kann. Oh, oh. Gleich ein Stockwerk tiefer. Na gut, keine Rubine für Link. Nächstes Mal nicht so doll schießen. Nächstes Mal schieße ich ein bisschen weniger doll. Okay. Timo, was erwartet uns denn hier oben? Weißt du das? Nee. Ich auch nicht. Bin ganz gespannt. Sieht doch gar nichts. So, achso. Aber was war das denn? Aha. Ein Riesenvieh. Ich sehe es nicht so ganz. Die Riesenskulltula. Die weiche Bauchseite ist ihre schwache Stelle. Okay. Okay. Das ist wohl nicht die Bauchseite. Das scheint mir das Gesicht zu sein.
Okay. Aha. Jetzt. Oh, zu Mist. Spät. Okay. Nochmal, dreh dich nochmal so um. Mal guck. Zack. Haha. Okay. Bäh. Aua. Voll erwischt. Zack. Okay. Zwei Schläge reichen. Ein Herz. Gut. Okay. Was ist das hier? Soll man hier... Ach du Heiliger. Da geht's ganz schön tief runter. Aber da unten ist ein Spinnennetz, das fängt dich auf, glaube ich. Mhm. Wir gucken erstmal weiter. Was ist das jetzt hier? Schon wieder so eine verschlossene Tür. Dicke Eisenstangen blockieren die Tür. Finde einen Weg, sie dennoch zu öffnen. Okay. Hier haben wir einen Schalter. Feuer. Kein Feuer. Was ist das? Sieht so aus, als habe diese Fackel vor kurzem noch gebrannt. Okay. Gut. Dann zünden wir die vielleicht mal an. Was ist hier unten? Viecher. Aua. Oh, gar nicht anvisiert. Okay, kennen wir schon. Ein gut getimter Schlag. Sehr schön. Okay. Da ist eine Truhe. Ich schätze, wir müssen die Truhe aufmachen. Was meinst du? Ja, Truhen nehmen wir immer gerne mit, ne? Die Zeit nehmen wir uns einfach. Okay, wie kommen wir da hin? Vielleicht noch eine Schleuder? Okay, hier kann man einfach rüberlaufen. Sehr gut. Eine Blume! Gut. Die Stäbe aufrüsten. Vielleicht noch ein Herz hier irgendwo. Nee, keine Herzen. Na gut. Was mag denn in dieser Truhe sein? Der Kompass! Jetzt siehst du auf deiner Karte alle Schatztruhen dieses Labyrinths. Okay, ich sehe einen in diesem Raum. Wo ist das? Da irgendwo. Achso, ja. Die haben wir ja eben schon gesehen. Ja. Okay. Die müssen wir uns auch noch... Was klappert denn hier so? Achso. Nerviges Vieh. Gut, weiter geht's. Auf zur Schatztruhe. Müssen wir nochmal den Schalter betätigen, ne? Genau. Irgendwie konnte man da ja auch nach links. Mit so einem Timer im Hintergrund. Okay. Da ist nochmal ein neuer Gegner. Irgendwie nochmal so eine Wandskulptur da. Wow, ein Herz. Wow, total toll. Okay, ich kann das nicht anvisieren. Okay, man kann draufhauen. Okay. Goldener Schädel. Du hast eine goldene Skulltula zerstört. Du erhältst dafür ein Skulltula-Symbol. Okay, was kann man damit machen? Bestimmt verkaufen oder so. Also hier ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Hier, was ist das da? Goldene Skulpturas, eine. Okay, wir schauen mal, was wir damit machen können. Achso, Schatztruhen. Genau, auf der Karte können wir ja gucken, was für Schatztruhen hier noch überall sind. Also hier sind keine mehr. Zweiter Stock, keine mehr. Erster Stock, keine mehr. Ah, da ist noch eine. Und okay, da scheint der Boss zu sein. Eine Schatztruhe noch im ganzen Dungeon. Bei B1 waren wir auch noch gar nicht, ne? Nee, da waren wir noch nicht. Gucken wir, wer da jetzt hinkommen. Also, wie kriegen wir jetzt diese Fackel hier an? Nicht mit einer Dekunos. Okay. Kannst du den darüber schieben? Kann ich den? Nee. Mit dem kann ich nichts machen. Kann ich hier alles in Brand setzen und dann geht alles irgendwie in Flammen auf? Auch nicht. Okay. Ja. Ah, okay. Dekustab, Feuer. Merken wir uns.
gut. Dann, mach mal die Tür auf. So. Kann man das hier auch wegbrennen? Nee. Huch. Okay. Der Dekostab ist verbrannt. Den kennen wir schon. Gezielter Schlag. Also, einfach mal hier runterspringen oder was? Okay. Ganz schön weich gelandet für so eine Höhe. Aua. Gut, hier ist wieder so ein Schalter. Was hat der jetzt gemacht? Der hat die Fackel angemacht, ne? Ach so, okay. Da muss man bestimmt wieder den Dekostab nehmen oder so. Ja. Und irgendwas anderes anzünden. Okay. Erneut ein Herz. Das Spiel suggeriert uns, dass wir zu wenig Herzen haben. Okay, da ist wieder so ein goldenes Vieh. Machen wir mal platt. Mit dem Dekostab, genau. So. Zack, eingesammelt. Okay, Nummer 2. Ich schätze, wir werden ganz schön reich werden, wenn das so weitergeht. Ist da noch eins? Da ist noch eins. Alles voller Viecher hier. Kein Wunder, dass der Dekobaum sagt, er ist von einem Fluch befallen. Das ist ein achtbeiniger Fluch. Oh, hochklettern. Sehr gut. Okay. Nummer 3. Gut. Vielleicht braucht man die ja nochmal irgendwo für. Was ist hier? Eine Blume. Ich habe ein Schild. Du kannst mir gar nichts. Schreib's. Direkt zerschnitten. Okay. Was ist hier? Da ist. Ach so. Ah, ich verstehe. Aha. Okay. Meinst du, wir können das Feuer von hier nach da kriegen? Wenn du schnell bist. Nicht, dass der Dekostab wieder auf dem Weg verbrennt oder so, das wäre ja schade. Feuer? Feuer. Und Beeilung! Schneller, 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 schneller! Okay, hat geklappt. Wunderbar. Aber was war da hinten noch? Da war doch auch noch irgendwie hier so eine Absenkung in der Wand. Kletter mal hoch, Link. Okay, da können wir nicht hoch. Können wir da anders hoch? Nee. Ich schätze nicht, dass er aus dem Wasser da hochgesprungen kommt. Aber vielleicht kommen wir ja weiter, wenn wir einfach durch die Tür gehen. Okay, wir gehen einfach mal durch die Tür. Okay, den Kerl kennen wir auch schon. Zack, platt gemacht. Und erwischt. Vergib mir, Herr. Ich werde es nicht wieder tun. Lass mich frei und ich gebe ein Geheimnis preis. Nie wirst du meine Brüder bezwingen, wenn du sie nicht in richtiger Reihenfolge besiegst. Merke dir, 2, 3, 1. Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Bin ich jetzt ein Verräter? Aha, was hat das jetzt zu bedeuten? Ich würde sagen, wir merken uns das einfach. Und okay. Es kommt bestimmt irgendwie gleich ein Rätsel. Du hast dir das gemerkt. 2, 3, 1, rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Ja, das habe ich mir gemerkt. Okay, hier sind wieder so Eisenstangen. Wie kriegen wir die kaputt? Ich sehe schon, Dekonisse sind zu allerhand Dingen zu gebrauchen. Ich glaube, Navi will uns etwas sagen. Ja, die will uns wieder sagen, dass da Eisenstangen sind. Dicke Eisenstangen! Dicke Eisenstangen blockieren den Weg. Finde einen Weg, sie dennoch zu öffnen. Ja, okay. Du hattest recht. Okay. Ja, das wird immer getriggert, wenn man da vor den Stangen steht. Ah. Gut, kriegen wir die so auf? Nein. Kriegen wir das Auge tot? Mag es nicht, beobachtet zu werden. Ah. Okay, das hat tatsächlich die Tür geöffnet. Gehen wir mal durch. Ja. Was ist das jetzt hier? Ach so.
Okay. Befindest du dich im Wasser, kannst du tauchen, indem du A gedrückt hältst. Wetten, du findest etwas Interessantes? Okay. Ja. Ich würde sagen, wie man hier taucht und was wir da finden, das sehen wir erst im nächsten Part. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.